Und jetzt wird spannend. Jetzt genießen Sie den Verkaufsbrocken mit Carsten Brocke. Viel Vergnügen. Es werden Menschen geboren, keine Verlierer, keine Gewinner. Das ist das Credo eines Mannes, der seit Jahren einer der gefragtesten Speaker und Verhaltenstrainer ist. Seine Themenfelder sind der beratende Verkauf, die Einstellungsjustierung, die Neukundengewinnung und die Kaufpsychologie. Er zählt zu den 100 Excellent Speakers in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die wir als Profis unterwegs sind, müssen wir lernen, weil der Markt, wir haben es gerade im Vortrag gehört, sich so unfassbar schnell ändert. Heute glaubt jeder, alles zu wissen. Und mit seinem Fachwissen versucht er, uns dann totzuschlagen. Und was machen viele Verkäufer? Die reden so lange auf den Kunden ein, bis der durchgeschult ist und bei ihm anfangen könnte. Aber er wird nicht kaufen. Man braucht die notwendigen Informationen, nicht alle. Als ich mir mein Auto gekauft habe, und glauben Sie mir, das war echt witzig, Sie werden heute die Methodik kennenlernen, wie das so passiert, dass der andere das macht, was Sie möchten. Da hat er gesagt, Mensch, Herr Brock, und Ihr Wagen, der hat zwei richtig gute Sachen. Ich sage, ja, was denn? Der hat zwei oben liegende Nockenwellen. Er hat gesagt, glaube ich nicht, will ich sehen. Da hat er gesagt, das geht nicht, Herr Brock, die sind im Motor. Ich sage, was erzählen Sie mir für denn diese Scheiße? Und was glaubt ihr, wie oft wir über Nockenwellen beim Kunden reden? Was der ja nicht wissen will. Ich sage, fährt dieser Wagen? Ja, klar. Den ist gut. Was ganz Besonderes. Edgar Itt hat mir diese Geschichte erzählt. Edgar Itt, nicht nur einer meiner besten Freunde, wie Sie sehen, auch noch recht viel besser aussehend, ich brauche schon Charisma, unfassbar erfolgreich. Und er hat Folgendes mir beigebracht. Wenn du wirklich was willst, und wenn du zu Olympia willst, solltest du es wollen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die Fußballer jetzt spielen wollen und nicht, weil der Trainer das will. Das wird wohl nichts werden. Wie oft wollen Führungskräfte was und der Mitarbeiter nicht? Wenn der Mitarbeiter nicht will, wird die Führungskraft sagen, mach, 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 sagt der Mitarbeiter, gern, 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 geht raus und sagt, so, weg ist er. Ich brauche als erstes eine Vision. Eine Vision ist ein Bild, eine Vision ist irgendwas, was mich unfassbar anmacht. Sie würden sagen, motiviert. Ich sage lieber, inspiriert. Die Vision kann mitschwingen. Weil aus Visionen bei Menschen, jetzt kommen wir wieder zum Neuromarketing, werden immer Wünsche. Und jetzt kennen Sie schon einiges, warum Sie bei Lotto Leute sehen, die für 35 Euro Lottoscheine kaufen. Und die Frage ist, und jetzt müssen wir uns von dem Durchschnittsdenken unterscheiden, wer denn aus diesen Wünschen Ziele? Und ich bin weit davon entfernt, von smarten Zielen zu reden. Ich habe mit Menschen zu tun. Ziele haben nur zwei Sachen. Erstens, ich habe einen Zeitpunkt. Zweitens, ich investiere. Ob das Geld ist, Zeit ist oder was auch immer, ist völlig egal. Wer von Ihnen nicht melden, also hier drin ist und keine Vision hat, wie soll denn der Ziele formulieren, weil er nicht mal Wünsche dazu kriegt? Unser Gehirn funktioniert nun mal so, tut mir leid. Und wenn ich jetzt Ziel, die Mittel und den Weg gehe, heißt Ziel, Mittel, Wegdialektik, wird die wahr. Das geht sogar mit anderen Menschen. Meine Lebenspartnerin Anna ist heute hier. Auch sie hat das Wochenende genutzt, um weiterzulernen. Anna hat eine Vision, Louis Vuitton. Anna hat einen Wunsch, Louis Vuitton. Das wird mein Ziel. Dann nehme ich die Mittel, gehe hin und kauf's. Ihre Vision ist wahr. Also, wie läuft ein innovativer Verkauf aus meiner Sicht heute genau? Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, auf einem Neuromarketing-Kongress zu referieren mit Professor Dr. Weber. Und dieser Professor Dr. Weber macht FMRTs. FMRT ist, da kann man den Menschen beim Denken zugucken. Also man sieht, was er denkt. Unfassbar. Und auf diesem Kongress habe ich referiert über die moderne Vermarktung auf der Grundlage aktueller Hirnforschungserkenntnisse. Und was passierte dort? Ich habe ein paar Bilder gezeigt, die zeige ich euch heute auch. Wenn wir denken, und das Ding hier so, hier ist das Kleinhirn,
gehen alle ins Kleinhirn. Sind übrigens die meisten Nervenzellen aus dem Gehirn sind da. Da wird richtig geackert. Und dann wird diese Information in die sogenannte rechte Gehirnhemisphäre geschickt. Warum in die rechte? In der rechten Gehirnhemisphäre verarbeiten Menschen vornehmlich Bilder. Das heißt, jetzt wird geprüft, kenne ich das? Weiß ich das? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, Mann, das Ding hat eine durchschnittliche Volatilität, die ist also exorbitant. Wie viele Bilder sind bei euch gerade entstanden? Null. Kann das kaufen? Nein. Weil das Gehirn sagt, nee. Also wenn euch einer sagt, Mann, die volatile Geldanlage, sagst du, Mensch, ja, hatte ich auch, ich hab aber wollte da reden, ist... Hast ja ein Bild, wollte da reden. Dann geht es ins sogenannte limbische System, da seht ihr gleich eine Grafik zu. Dann wird also im limbischen System dieses Bild positiv oder negativ aufgeladen. Jetzt haben wir also den Beweis, warum Nutzenargumentationen, die wir schon 20 Jahre machen, funktionieren. Also alles, was kein Bild erzeugt, kann vom Gehirn nicht gekauft werden, weil es nicht emotional besetzt werden kann. Und erst dann geht es rüber ins sogenannte kognitive System auf die linke Seite und dort haben wir ein Interpretationsmodul. Weil wir als Menschen müssen ja alles interpretieren. Ne? Wir interpretieren hier immer unsere eigenen Entscheidungen. Ich glaube, dass Sie erfolgreich werden, wenn Sie Ihre Authentizität wahren. Authentizität ist übrigens nichts weiter als das, der Sie sind, der Sie sind, der Sie sind. Das ist nämlich ja nicht schwierig. Sie haben vor 10 Jahren was anderes gedacht als heute übrigens. War so authentisch. Authentizität ist kein statischer Begriff. Wenn mir einer sagt, Herr Brocke, ich möchte im Training authentisch bleiben, dann sage ich, dann änder dich, dann wird es übtet und dann bist du das. Weil wenn du 225 Wiederholungen hast, sagt das Gehirn, dann ist es jetzt so. Paradigmenwechsel vorzunehmen heißt, ich darf nicht nur aus Kundensicht denken, also aus Menschensicht, sondern ich muss auch aus Menschensicht reden. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp für die, die heute Abend nach Hause gehen und noch jemanden haben. Wenn Sie heute nach Hause gehen, wir beide mal bitte. Ich komme nach Hause und sage, ich liebe dich. Was ist hier nochmal eine Antwort? Ich dich auch. Der klingt nach 10 Jahren, macht die Nudeln, ja, mit Soße. Versucht mal heute aus Kundensicht zu denken und ihr werdet feststellen, es ist unfassbar, was passiert. Ich komme nach Hause und sage, dich liebe ich. Jetzt geht der alte Satz nicht mehr. Und jetzt müsst ihr mal gucken, was so alt passiert. Wenn wir den Kunden in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen und nicht uns, werden wir gehört. Wenn wir das nicht machen, werden wir nicht mal mehr zu Hause gehört. Sie haben eine Zukunftsberechtigung auf Ihre Ressourcen. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen unfassbar viele Erfolge. Dankeschön. Carsten Brocke. Sensationell! Sensationell!